Freunde, ist euch schon mal aufgefallen, dass manche Spieler in FIFA einfach extrem overpowered sind? Wie zum Beispiel Haaland, Varane, Van Dijk. Woran das liegt? Es gibt in FIFA 23 diese neuen Beschleunigungstypen wie Controlled, Explosive und Lengthy. Und jetzt ist einfach rausgekommen, dass dieser Lengthy-Beschleunigungstyp unglaublich OP ist. Also wirklich extrem OP. Und ihr müsst das bei jedem eurer Spieler machen, dann habt ihr so ein overpoweredes Team, das glaubt ihr gar nicht. Kennt ihr das nicht im Spiel? Auf einmal Haaland läuft durch eure ganze Mannschaft durch und ihr könnt ihn nicht aufhalten. Dieser Lengthy-Beschleunigungstyp soll eigentlich dafür sein, dass ein Spieler, der nicht so schnell ist, wenn er in Fahrt kommt, langsamer eingeholt werden kann. Aber die sind trotzdem im Antritt genauso schnell. Also es ist wirklich verrückt, du kannst ihn nicht einholen und ich zeige euch jetzt, wie man das genau macht. So, Freunde, ihr müsst dazu einfach nur euer Team in Footbin nachbauen. Das ist jetzt hier mein Team im Squad Builder und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Ihr nehmt jetzt zum Beispiel Koundé. Er hat normalerweise den Beschleunigungstyp Controlled. Daraus wollen wir Lengthy machen, weil es einfach unglaublich OP ist. Und meistens ist es Architect oder Anchor. Bei Stürmern funktioniert auch sehr oft Hawk, aber bei ihm nehmen wir jetzt hier Anchor, weil das zu einem Verteidiger passt und er dadurch Lengthy wird und unglaublich OP. Versucht es wirklich aus, es ist verrückt. Das könnt ihr mit allen Spielern machen, wie Kessié, Renato Sanchez, Benzema. So, hier, Freunde, Kessié, der ist sowieso schon Lengthy, da könnt ihr jetzt einfach raufpacken, was ihr so braucht. Anchor benutze ich jetzt, weil ich ihn als Sechser spiele und ja, ihr könnt da fast alles drauf machen, dass er Lengthy bleibt. Bei Benzema funktioniert jetzt hier leider nicht Hawk. Normalerweise geht das bei Stürmern. Hier könnt ihr einfach Architect drauf machen. Vertraut mir, er hat zwar nur 80 Pace, aber es fühlt sich an, als hätte er 95, wenn man ihn spielt. Also versucht es wirklich aus, Freunde. Man weiß nicht, ob es ein Glitch ist, ob es einfach nur Meta ist. Schreibt mal in die Kommentare, wie es bei euch geklappt hat. Und vergesst nicht, das Video zu liken und zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video.